wann immer ihr dieses Video hier seht, seid herzlich gegrüßt. Und ja, wir wollen heute mal von Rewe Bio-Pommes wollen wir mal probieren. Und zwar war das ein Abonnentenwunsch. Knusprig im Backofen zubereitet aus deutschen Bio-Kartoffeln. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier Bio-Pommes für den Backofen aus deutschen Bio-Kartoffeln. Mhm. Ideale Zubereitung im Backofen oder in der Fritteuse. Knusprige Pommes mit Dips und Soßen genießen. Ah ja, okay. Ja, wir haben hier einmal wieder unsere Nährwerttabelle. Und wir haben hier Zutaten. Was haben wir an Zutaten? Kartoffeln haben wir an Zutaten. Da steht das mit den Zutaten. Könnt ihr ja lesen. Ja, das Ganze kann man, wie gesagt, im Backofen machen, bei 180 Grad. Oder in der Fritteuse, 170 Grad, 4 Minuten. Ich werde diese Pommes hier in der Fritteuse machen, aber nicht in der normalen Fritteuse, sondern wie ihr wisst, haben wir eine Heißluftfritteuse und da werde ich die nun drinnen zubereiten. Heißluftfritteuse ist ja eigentlich fast genauso gut wie Fritteuse mit Fett, nur halt eben ohne, logischerweise. Ja, und da werde ich das Ganze jetzt drinnen machen. Also wir sehen uns gleich wieder, wenn die schön goldbraun gebacken worden sind. Oder gebraten oder frittiert, wie auch immer. Wir sehen uns gleich wieder. So, 18 Minuten sind rum. Ja, die Heißluftfritteuse braucht mit 18 Minuten ein bisschen länger als die Fettfritteuse. Bei der Fettfritteuse wären es ungefähr so 7 Minuten ungefähr gewesen. Aber da wir ohne Fett das gemacht haben, dauert es ein bisschen länger. So sehen sie aus. Mhm. Sind auch schön knusprig. Keine Bange. Das sind nicht alle. Das hier sind ein paar, die sind auch ungewürzt, weil jedes Gewürz verfälscht ja dann nachher noch den Geschmack. Und das wollen wir ja nicht. Es geht ja hier reinweg um die Pommes. Und ich muss sagen, ja, der Kartoffelgeschmack, der ist schön ausgeprägt. Es schmeckt wirklich richtig schön nach Kartoffel. Sie sind auch jetzt nicht fettig, weil manchmal hat man auch dieses, obwohl es für einen Backofen ist oder für die Heißluftfritteuse, sind sie trotzdem vorgebacken und vorgebacken sind sie meistens im Fett. So, die werden hier bestimmt auch vorgebacken sein, aber sie sind Gott sei Dank nicht so fettig. Von daher, man merkte schon, dass es ja eine gute Kartoffelsorte ist. Und die schmecken richtig lecker, richtig gut. Kann ich eigentlich jedem empfehlen. Probiert die mal aus. Ist eine gute Pommes. Zur Currywurst allemal. Okay, das war's jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wenn ja, könnt ihr ja einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt das Video auch teilen. Ihr könnt es
teilen, liken, was auch immer. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr, sehr freuen. Also vergiss nicht zu abonnieren, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. So, ich sage jetzt schönen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.